16 0708, wann ist Enigma? Entschuldigung, meine Stimme ist in die Höhe gegangen, weil ich in Dissoziationsbehandlung bin. Ich habe eine ernste Frage, aber sie ist so lächerlich, dass die hohe Stimme zu gut zu benutzen, weil es so lächerlich ist, das Thema. Also das ist ein bisschen wie eine Komödie. Ich lebe jetzt seit fast 20 Jahren auf Gran Canaria. Und meine Mutter ist hier in Deutschland, will nicht nach Gran Canaria, weil sie da großes Haus in Deutschland. Und ich habe keine Geschwister, und muss mich jetzt, mein Herz, gesundheitliche Probleme meiner Mami. Und ich muss mich ein bisschen um sie kümmern und deswegen komme ich zu ihr hier nach Deutschland. Und aber ich habe gerade spanische Krankenversicherung und kann nur 3 Monate hier mit Notfall nur hier, 3 Monate pro Jahr hier in Deutschland und kann nicht länger bleiben, weil ich habe keine Krankenversicherung. Und ich habe einen deutschen Freund, so viele, viele, viele Jahre. Und ich sage mir, heiraten hat man nicht so viel Lust. Aber ein Freund, der uns vorgestellt hat, das erste Mal, wo wir uns kennengelernt haben, hat gesagt, ja, wir sollen heiraten. Und dann, das stimmt eigentlich, weil er bekommt mehr Geld und ich kriege Krankenversicherung. Aber jetzt hat er gesagt, ja, da würde die Polizei kontrollieren, weil er lebt bei seinem Vater und ich komme hierher wegen meiner Mutter. Und ja, die Polizei würde kontrollieren, ob wir wirklich zusammenleben. Und ja, das ist die erste Frage, ob wir wirklich da, ob das geht, ob wir müssen und ob wir das wirklich so machen können und ob zweite Frage, ob die kontrollieren, welche Farbe der Unterwäsche man trägt und dritte Frage, ob ja, wie oft man Sex hat. Ja, und was wollte ich nur fragen, ob sie jetzt wenn es auch nicht so ist, ob Sie die Absicht haben, das Gesetz bald wieder zu ändern, dass man dann wieder kontrolliert wird, ob man auch wirklich zusammenlebt. All diese Dinge wollte ich gern wissen, weil ich habe es ein bisschen eilig zu heiraten, weil ich eine Krankenversicherung benötige hier in Deutschland. Ich kann nur 3 Monate pro Jahr hier bleiben. Aber ich bin in Deutschland geboren. Aber ich kann perfekt Spanisch sprechen. Und Englisch, I prefer to speak English and Spanish, because there's much more information in Internet than this stupid German language. Sorry, ich wollte dich nicht beleidigen, aber so ein bisschen...